Hallo! Hi! Willkommen zum neuen Video. Diesmal gibt es von uns nur ein kurzes Video. Wir sind am Olanka Nationalpark am Besucherzentrum den kurzen Wanderweg zum kleinen Canyon gelaufen. Rentiere rennen hier auch massig rum, da gibt es nicht wenige von. In jeder Kurve können sie auf der Straße sitzen. Und verdammt viele Fahrradfahrer sind hier unterwegs. Und ganz, ganz selten sieht man E-Bike-Fahrer. Die tun alle mit ihren stinknormalen Mountainbikes hier die Berge hochstürmen. So, nachdem wir jetzt zwei Tage uns fast nicht bewegt haben, viel nur fahren, ein bisschen rumgucken, sind wir jetzt im Olanka Nationalpark. Heute wird nicht mehr viel passieren, morgen werden wir noch ein bisschen mehr wandern gehen, aber so eine kleine Runde, so ein Kilometer, anderthalb, zwei, werden wir mal noch laufen. Das ist der Olangyaki-Fluss, Olangyoki, wie heißt es denn genau? Ich habe es gerade gelesen, habe es schon wieder vergessen. Und zwar Olankayoki ist das. Das ist kurz am Eingang im Nationalpark, so ein paar kleine Stromschnellen. Ja. So. Da sind wir. Ja, am Rande des Abgrunds. Das sieht schon geil aus. Aber hier nochmal einen Blick hinwerfen. Hier gibt es eine Brücke über den Canyon, die muss ich leider alleine laufen. Ist nicht so Rebecca ihr Ding. Gucken wir uns das mal an. Ich bin zwar auch nicht so der Typ für Höhen, aber das geht nicht anders, das muss man gesehen haben, egal wie. Extra, boah. Ach, das ist nur ein Absperrband, damit man. Hoppla! Das ist schon eine feine Aussicht hier. Schade, Rebecca, du verpasst hier was. Tja, mein Fehler. Ich habe gedacht, wir gehen wieder mal nur so ein kleines bisschen in den Wald. So, dass. Ich sag mal, übliche am Nationalpark, wie das hier so ist, viel. Tja, und dann stehst du plötzlich vor so einem Canyon, über so eine Brücke und hast das falsche Objektiv dabei, weil du es gar nicht einfangen kannst. Ärgerlich. Hupp, nicht auf die Fresse fallen. Ups, das darf ich jetzt glaube ich nicht sagen. Ja. Hier hoch. Das sind schon mal tiefe Farben hier. Dann haben wir hier Blende. So. So, zurück zu Rebecca. Ich glaube, die macht sich schon Sorgen, weil ich eine Weile weg bin.
hatte mal Angst, dass ich da reinstürze. Da ist sie. Wir sind heil zurück. Ich denke, das war's für heute hier aus dem Nationalpark. Wir werden nicht mehr so viel machen. Wir fahren jetzt ins Basecamp und legen mal die Füße hoch. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.